Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute spielen wir das Spiel The Walking Dead Saints and Sinners, einem Horror-VR-Spiel. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute und herzlich willkommen nochmal zurück zu Walking Dead Saints and Sinners. Es gab ein Update, jetzt gibt's hier einen neuen Modus, der nennt sich Die Herausforderung. Den würde ich heute gern mal anspielen. Ich habe übrigens schon alle Rezepte im Story-Modus eingesammelt, falls einer fragen will. Wir haben alle Waffen. Das ist so ein Wellenmodus und den können wir jetzt einmal spielen. Es gibt dann auch eine Bestenliste. Es gibt drei Sachen, wo man das machen kann. Wir werden alle drei auch einmal machen. Kann aber auch sein, dass das drei Videos werden. Wir machen mal Friedhof. Erstmal nur Standard. So, jetzt haben wir eine Vorbereitungszeit. Jetzt können wir uns hier Waffen nehmen. Ich will auf jeden Fall eine Nahkampfwaffe. Dafür haben wir diese Bite Coins. Kann ich auch ein Messer bitte? Nehme ich. Ja, ist nicht gerade viel gerade da, was ich mir herstellen kann. Darf ich die Bombe jetzt haben oder darf ich sie nicht haben? So, viel mehr kann ich mir offenbar gar nicht machen. So, und jetzt kommen die. Seht ihr? Da sind sie. Ich und meine Nagelkeule. Bam. Da ist noch eine Richtung, aus der sie kommen können. Von da ist der nächste. Zack. Ich höre schon den nächsten. Von da. Ich muss darauf achten, von wo sie kommen. Der Modus ist auf jeden Fall interessant. Zack. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Wellen gehen. Ich weiß nicht, wie ich ihn getroffen haben soll. Ja. Ich hätte auf jeden Fall gern einmal ein Hackmesser. So, was kann ich mir noch machen? Nein, ein Repetiergewehr ist hierfür auf jeden Fall ungeeignet. Ich hätte halt schon gern Pfeile, ne? Na komm. Leg mal das Piepen, sagt mir einfach nur, jetzt geht's los. Kann ich eigentlich auch damit den. Ich wollte nur testen, ob ich damit auch das Teil betätigen kann. Immer schön gucken. Okay, da ist der erste. Gucken, kommt noch ein zweiter? Nein. Die Keule gibt gleich auch nach. Klingt, als käme von da.
Willst du dich mal in Bewegung setzen oder... Oh, zwei? Ich sag doch, das Teil ist fast im Arsch. So, jetzt drauf achten. Es kann natürlich auch sein, dass ich mir irgendwann mittendrin einfach eine Waffe herstellen muss. Aber ich bin hier zum Glück mittlerweile ein Walking Dead Profi. Was soll ich damit eigentlich? Einfach saufen, ne? So, jetzt rollen die Köpfe. Ah, okay, wenn der Timer sagt mir einfach nur, wann die Wellen vorbei sind. Juck. Kann ich mir jetzt endlich... Ja, ich kann mir immer noch nicht einen Katana herstellen. Aber... Warte mal, kann ich mir eine bessere? Den Revolver kann ich mir einmal herstellen. Und ich mache mir auch direkt Munition dafür. Ist er leer? Nein. Warte mal, was ich machen sollte. Okay, erst den. Enthauptung gibt offenbar 5 Punkte mehr. Leider habe ich den nicht geköpft. Okay, da kommt einer. Der Modus ist schon interessant. So, kommt der. Ich will die Köpfe rollen lassen. So, der nächste. Ja, fein, ja, fein. Komm her. Was hat der denn? Was ist das denn für eine Zone? Jetzt im Ernst, was sind das für komische Dinger? Wäre ich jetzt geheilt? Ist wahrscheinlich von da. Nein, von der anderen Seite. Da war noch einer hinter mir, aber ist ja egal. Wieso? Katana kann ich mir leider Gottes immer noch nicht machen. Aber was ich mir jetzt mache, das ist nämlich eine der wertvollsten Waffen. Und dreimal bündel Pfeile. 15 Pfeile. Passt schon. So, was kann ich mir noch machen? Ich könnte mir noch eine weitere Bombe basteln.
Ich gebe immer noch ein bisschen Revolver-Munition. Ja, und für die beiden Gewehre, die hole ich mir generell nicht. Ich versuche jetzt auf die Nova zu sparen, weil die ist mega stark, das weiß ich noch. Mir wurde was angeboten. So, von wo wollt ihr? Ich bin bereit. Kommt der. Den habe ich jetzt nur mit dem Pfeil abgeschossen, weil der schon zu nah dran stand. Ich habe übrigens sehr den Bogen trainiert. Steckt der Pfeil noch? Nein. So, ich habe da eine Bombe bereit liegen. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst, wie viel gibt Bogen. 15. Ja komm, ich kann ruhig mal ein bisschen kurz mit dem Bogen schießen. Hallo? Ich habe übrigens an, dass die mich hören können. Okay, ich höre, ich höre. Ach, Kacke. Oh, je weiter weg, desto besser. Offenbar. Ich höre ihn. Sind schon zu nah. So, wenn die Runde vorbei ist, so jetzt will ich einmal ganz schnell gucken, ob ich hier einen Pfeil holen kann. Weil hier ist ja da eine hingeflogen. So, kann ich mir jetzt. Ja! Komm her! Mein Schatz! Das einzig Wahre! Also jetzt gerade habe ich nur 7 Schuss, deswegen packe ich die erstmal weg. Aber jetzt geht es ums Eingemachte. Und hier liegen auf jeden Fall irgendwo immer wieder Dosen rum. Die würde ich mir jetzt gerne eben einsammeln. Weil das Essen kann ich schon gebrauchen. Okay, dann nehmen wir mal das. Packen es auch mal zweihändig. Und stellen das mal in eine günstigere Position. So, kommt der. Ich will mal gucken, wie lange ich überlebe. Ich gucke, dass ich Pfeile nach der Runde immer einsammle. Das war mega eng. Gut, dass ich nur eine Bombe bereit hatte.
Für die, die es nicht wissen, die mit diesen Fliegen um sich rum, die kann man nicht im Nahkampf angreifen. Weil wenn man die im Nahkampf angreift, dann platzen die so auf. Und dann kriegt man richtig massiv Schaden. Ja, du hast Glück. Boah! Die eine Kugel muss reichen. Okay, jetzt wird's langsam intens. Ich muss auch mal langsam meine Pfeile wieder sammeln. So, ganz schnell Pfeile sammeln. Und dann auch Nahrung zu mir nehmen. So, hier müssten zwei Pfeile liegen. Oder der eine ist zerbrochen. Egal. Ich mache mal auf jeden Fall jetzt ein paar neue. Und ich lege mir auch einen weiteren Bogen bereit. Ja, das Katana kostet 350. So, ein bisschen Schrotflintenmuni. Und einen Nahkampf. Du hast Glück. Nee, ich sterb jetzt. Sag ich doch, weil ich hatte keine Möglichkeit mehr irgendwie nachzuladen. Ich guck mal eben kurz, wie lange das jetzt ging. Oder steht das hier? Nur D. Ja, ich habe mich ja super angestellt. Ja Leute, 20 Minuten ging das jetzt ungefähr. Wir machen bei einer weiteren Folge Via Corolla. Also das ist selbst auf Anfänger mehr intens, als ich gedacht hätte. Ja, wenn es gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich mache auf jeden Fall einmal noch Via Corolla und einmal mal Memorial Lane. Danach könnt ihr mir sagen, ob ihr nochmal hierzu was haben wollt. Da will ich aber dann vorher nochmal ein bisschen trainieren.